Mundschutz beim Einkaufen, im Bus und bei Behörden. Ab kommende Woche will die Stadt Jena in Thüringen die Einwohner dazu verpflichten. Und da es keine zu kaufen gibt, sollen sie sich die Masken selber nähen. Aber auch Tücher oder Schals werden anerkannt, wenn sie Nase und Mund bedecken. Eine Mundschutzpflicht sei durchaus sinnvoll, so Dr. Birgit Ross von der Uniklinik Essen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass das schon was nützt. Alleine, wenn ich was im Gesicht habe und mich dadurch davon abhalte, mir ins Gesicht zu fassen. Allein das ist ja schon was, wo eine Maske oder wegen mir auch ein Schal vor dem Mund oder was auch immer nützlich wäre. Während die Bundesregierung bisher vor allem auf Händewaschen und Abstand halten setzt, denkt Bayern ebenfalls über die Pflicht zum Tragen von Mundschutz nach. Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hält das aus medizinischer Sicht durchaus für sinnvoll. In Tschechien gilt bereits Mundschutzpflicht und Österreich will sie ab morgen ebenfalls einführen, allerdings nur in Supermärkten. Die Masken sollen an den Eingängen verteilt werden. Ab dem Zeitpunkt, wo diese Masken vor den Supermärkten ausgehändigt werden, ist es Pflicht, diese dann auch im Supermarkt beim Einkauf zu tragen. Die Weltgesundheitsorganisation sieht darin dagegen keinen Sinn. Vielmehr sei es riskant, wenn Menschen die Masken falsch abnehmen und sich dabei womöglich infizieren, so WHO-Nothilfedirektor Ryan in Genf. Falsch absetzen oder verkehrt aufsetzen, so mancher hat damit seine Probleme, auch NRW-Ministerpräsident Laschet. Auf Twitter hat er aber inzwischen bewiesen, dass er es auch richtig kann.